Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Ich habe euch heute wieder ein neues Futter gedreht und wir hören uns gleich zum Schluss nochmal. Bis dann, ciao. Guten Morgen. Ich habe heute wieder Brötchen geholt. Ja, die habe ich jetzt vergessen auf den Tisch zu legen, dass ihr es sehen könnt. Und ja, wieder die üblichen Sachen auf dem Tisch, wie Käsewurst, verschiedene Konfitüren, Butter. Und ich habe mir heute mal wieder ein Chorwach gemacht. Ja, diesmal mit Kardamom und Zimtaroma. Ja, und dann hören wir uns später. Bis dann. Ciao. Hallo, Abendessen heute. Es gibt heute kleine Mignons. Oh, heiß. Die habe ich in einer Heißluftfritteuse gemacht. Dazu ein Schnitzel. Das ist halt keine Oberschweinschnitzel oder sowas, sondern Lendchen. Und meine selbstgemachte Knoblauchsoße dazu. Ja, das gibt es jetzt zum Abendessen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Und wir hören uns dann spätestens morgen früh wieder. Bis dann. Ciao. Guten Morgen. Sonntagsfrühstück. Ich habe Brötchen aufgebacken. Eier müssen auch jeden Augenblick fertig sein. Und heute habe ich mir mal einen Blaubeertee gemacht. Ja, und eigentlich so wie immer die Sachen auf dem Tisch, ne? Also dann hören wir uns später. Bis dann. Abendessen heute. Ein richtig schönes, dickes, paniertes Schweinekotelett. Rosenkohl mit Speck und Zwiebeln in Sahnesoße und Salzkartoffeln. Also dann freue ich mich richtig drauf und ja, wir hören uns dann morgen wieder. Im Hintergrund brutzelt noch das andere von meinem Mann. Also dann, ciao. Schönen guten Morgen. Heute habe ich mir mal wieder einen Fenchel-Anis-Kümmeltee gemacht. Den trinke ich jetzt und dann werde ich ein bisschen was im Haushalt machen. Also dann, bis später. Hallo, mein Mittagessen heute. Einfach nur eine Scheibe Vollkorntoast mit Blauschimmelkäse und die letzten zwei Oliven, die ich noch im Kühlschrank gefunden habe. Damit die ja nicht schlecht werden, gell? Ja, und das esse ich jetzt und dann hören wir uns zum Abendessen. Bis dann. Heute Nudeln mit Sahne, Knoblauchsoße zum Abendessen. Und ja, das ist halt unser Abendessen. Und dann hören wir uns beim nächsten Essen, Trinken, was weiß ich was. Also dann, ciao. Guten Morgen. Ich habe mir heute mal wieder einen türkischen Apfeltee gemacht. Habe ja schon öfters gesagt, dass ich mir den aus der Türkei mitgebracht hatte. Und heute habe ich Lust jetzt mich richtig schön drauf. Also dann, wir hören uns später. Hallo, unser Mittagessen heute. Ich habe uns heute einfach ein paar belegte Brötchen gemacht für meinen Mann und mich, ein paar saure Gurken und ein paar Käsewürfelchen. Seht ihr ja, ist ein Gérardmer, Zungenrotwurst, Schinken und Salami. Wir hören uns dann zum Abendessen. Bis dann. Heute ein Abendessen, was ich wahnsinnig gerne esse, nämlich Suppen, Eintöpfe um diese Jahreszeit. Mein Mann weniger, der ist nämlich gar kein Suppenfreak. Und es ist auf jeden Fall eine bunte Gulaschsuppe, nenne ich das. Mit Zucchini, Paprika, Lauch, Sellerie und natürlich auch Fleisch drin. Und ja, und dazu gibt es ein gutes Bauernbrot aus dem Nachbardorf. Ja, und ja, das gibt es jetzt. Ich werde es mir noch ein bisschen nachwürzen, weil ich mag es ein bisschen schärfer für meinen Mann und natürlich für meinen Sohn. Und das gibt es jetzt zum Abendessen. Also dann, ciao. Guten Morgen. Ich habe mir heute mal wieder einen schwarzen Tee gemacht. Mit frischer Zitrone und ihr hört, der Kleine ist ein bisschen erkältet. Und ja,
Das gibt es jetzt und dann hören wir uns später wieder oder sehen uns später wieder. Schauen wir mal. Also dann, ciao. Hallo, heute Mittag nochmal schöne Gulaschsuppe von gestern. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Sahne, also der Schmand, geronnen und sind halt so ein bisschen ausgeflockt. Macht mir aber persönlich nichts, ist halt nur ein optisches Problem. Aber ja, und das genieße ich jetzt und dann hören wir uns später wieder. Bis dann. Ich hatte gerade eben noch einen Schokoriegel mit Peanut Karamell und ja, hat mir sehr gut geschmeckt. Kann ich nur empfehlen zum Weiteressen. Also wer Erdnüsse mag und Karamell, jo, richtig gut. Hallo, heute gibt es Kartoffeln mit Kräuterquark und einen richtig schönen Gurkensalat. Das hat sich mein Mann mal wieder gewünscht und das essen wir jetzt und ich hoffe, es schmeckt allen. Und wir hören uns dann im nächsten Video, weil das das letzte Essen von diesem Video ist. Also dann, ciao! So, da bin ich's nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Waren mal wieder ein paar andere Sachen mit drin und ja, wir hören uns dann beim nächsten Video. Also dann, tschüssi. Nein, ich habe was vergessen. Natürlich würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen und über ein kostenloses Abo. Also dann, tschüss.